Ich sagte doch, Gott lässt nicht zu, dass ihr mich mitnehmt. So Leute, Bies, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Oh, und es zeigt sogar jedes Mal an, was ich alles bekommen habe. Alter, guckt euch das an, guckt euch die Aussicht an. In der letzten Folge haben wir die gesamte erste Insel hier freigeschalten, auf der wir uns befinden. Die gehört jetzt praktisch uns, das ist jetzt unsere Hut. Guckt euch das an. So, wir gehen jetzt mal hier runter und erkunden mal weiter die Insel. Übrigens, sorry, dass ich im letzten Part, hat man meine Stimme nie gehört, ne? Das ist natürlich blöd, aber ich versuche das demnächst zu vermeiden. Nein, nicht wieder hoch. Oh Gott. Ach, schnell runter, ey. Ich hasse Höhe. Okay, jetzt sind wir praktisch erst richtig im Spiel drin. Oh, wir können sogar hier rein. Alles klar. Boah, Leute, wir haben Dutchs Insel befreit. Ja, halt, ich will die Schaufel wieder. Wo bekommen wir jetzt eigentlich unsere Waffen her? Das würde mich mal interessieren. Okay, der scheint tot zu sein. Das schien mal sein Auto gewesen zu sein. Vermute ich mal. Oh fuck, Alter. Das Spiel ist intens. Schon wieder? Viele fahren davon, oder ist es ein Konvoi? Ich glaube, ich fahre lieber etwas abseits der Straßen. Du bist jetzt im Henwayne-Gebiet. Du darfst deinen Sinnen nicht trauen. Was? Achso. Darfst du auch nur ein Wort von Faith glauben. Und halte dich von diesen weißen Blumen fern. Sie wirken harmlos, aber die stellen irgendwas in deinem Gehirn an. Wenn du mir nicht glaubst, dann wart mal ab, bis du auf diese herumschlufenden Junkies triffst. Die Sekte nennt sie Angels, aber sie können dich zerstören. Was war das? Was war das gerade für eine Markierung? What the fuck? Ich glaube, ich gehe lieber zu Fuß weiter. Hä, wieso ging die Markierung? Ist das ein Eichhörnchen? Lol. Warum haben die das Zeug da eigentlich?
Boah, Alter, ich bleib jetzt hier. Ich möchte bekifft werden. Oder bei mir ist alles wie im Zauberwald. Hä? Oh, hä? Wieso markiert's den? Boah, Alter, was ist das für ein Dampfzeug, was die überall lang gleiten? What? Was? Jetzt. Oh Gott. Was? Aha. Was gibt's alles für Fische hier? Alter, wie viele Tiere gibt's hier? Aber Vögel sind doch hier gar nicht aufgeführt. Bin ich gerade so blöd? Na gut, das ist ja bloß das Herausforderungsmenü. Sind praktisch, sind das hier die Statistiken, ne? Okay. Na, hier ist auch nie jede Waffe aufgeführt, sondern nur jede Waffenklasse. Wie kann ich hier wieder raus? Hä? Ja, schön mit herzlichen... Warte. Vorteile? Ah, okay. Ah, ich kann doch wieder Fähigkeiten freischalten. Kletterhaken. Gleitschirm. Oder das sind alles so Sachen, die man direkt braucht. Oh, wie viel habe ich? Einen. Kletterhaken? Ne, ich glaube erstmal den Fallschirm. Jetzt muss ich erstmal gucken. Das war das. Okay, Inventar. Das ist interessant. Das ist durchaus interessant. Was? Live-Events? Arcade? Ah, okay. Charakteranpassung. Spezielles Outfit. Oh! Lol. Hä? Ich kann wirklich als... Was? Ich kann als Assassine spielen. Was ist das? Oh, was? Ah, den habe ich leider nicht freigeschalten. Ich habe das Spiel zwar, aber ich müsste es halt erstmal anspielen. Lol. Das Pergamin spielen. Ah, das kostet... Ah ja, ich kann es mir nicht holen. Also, nee, okay. Den könnte ich anziehen. Oh, naja. Masken... Yo. Was zur Hölle? Ja, Mann. Ja, Mann. Was zur Hölle? Nein. Hä? Really? Alter, ich gehe jetzt der Ghost Rider. Ich glaub's nicht. Ich glaub... Was ist das für ein T-Rex, Alter? Ja, Mann. Genau das. Ah, ne. Habe ich überhaupt irgendwas frei hier? Ne. Muss ich alles kaufen. Aber mit Ingame-Geld, das finde ich gut. Ich habe halt nur noch nicht so viel. Outfits...
Troublemaker. Oh, das ist geil. Alter, das werde ich mir kaufen. Ist noch was Cooleres? Oh, das ist auch ziemlich geil. Habe ich überhaupt schon irgendwas frei? Normalerweise dürfte ich doch durch Ubisoft was frei haben. Oh ja, hier habe ich welche frei, aber. Ja gut, das sind die Trash-Outfits irgendwie. Nee, oder? Far Cry Primal. Ich glaub's nicht. Naja, das sind die. Ja gut, ne? Rainbow. Alter. Wieso kann ich den denn nehmen? Sah ich so vorher aus? Alter, ich bin gewillt, das hier zu nehmen. Einfach nur, weil ich's kann. Ah, ich muss unbedingt so ein typisches Western. Das hier ist eigentlich, warte, welches ist geiler? Ich glaube, ich finde das hier gern geiler. 5400. Ach so, naja, gut, hier ist, ne? Das sind praktisch nur die Hosen dafür. Oberkörper, Haare. Gibt's hier noch was Neues? Okay, mein Headset hat geladen. Ne, Haare gibt's nichts Neues. Kopfbedeckung. Ja, ist halt alles. Ich finde nur den Helm affig. Warte mal. Für den Helm nehme ich mal was anderes. Kann ich mir sogar kaufen. Oder eine Brille. Das ist eine coole Brille. Die ist eigentlich ziemlich cool. Genau 900. Ist noch irgendwas, nee, dass ich mich nachher ärgere? Ah, andere Handschuhe. The fuck ist das? Ist das Anarchist? Hä? Okay, sagt mir nichts. Ach, das sollen Ringe sein. Ah, alles klar. Jetzt hab auch ich es verstanden. Ja, komm, wir nehmen die Rainbow-Handschuhe. Omega. Aber Kopf hätte ich gerne noch was anderes. Das ist geil, aber mir gefällt der Hut dazu, ne? Wie soll ich den nicht frei? Ach komm. Wir haben das erste große Tier erlegt. Was ist mit dem los? Au. Geht's Ihnen gut? Rennen Sie, wie Sie können. Das war meiner! Eigentlich war das meiner. Egal. So, wie komme ich jetzt aber nochmal in dieses Menü? Ah, hier. Ach, ganz vorne ist Karte. Ich verstehe. Helferauswahl. Das ist auch noch interessant. Geil. Bis jetzt habe ich zwar noch keinen, aber. Ah, okay. Alles klar. Warte mal. Okay, wird gemacht. Hä? Okay, ja, von mir aus. In Position.
Eigentlich brauche ich dich nicht. Sorry dafür. Scheiße, der hält nicht an. Okay, weiter geht's. So, jetzt gucken wir mal auf die Karte. Logbuch. Der Befehl. Ah, das ist das jetzt, was ich. Ah, das ist das, was ich verfolgen kann. Das Gefängnis. Ah, okay, die Orte, wo ich hin. Muss mich ja erstmal kurz zurechtfinden, ne? Wenn ich das einmal hab, dann geht's los. Erntetruck. Achso, okay. Was ist das? Skunk. Achso. Stinkt hier. Also wir müssen jetzt praktisch die Orte hier abgrasen. Verstehe ich das richtig, oder? Hier spricht Miss Mabel. Das ist so geil. Das sind jetzt praktisch die Missionen, die man verfolgen muss, ne? Gehen wir jetzt hier hin. Ah ne, False End, das ist ja übelst weit weg. Ich glaube, wir machen was mit dem Sägewerk. Ja, das Sägewerk ist Richtung da. Wir sind jetzt da. Machen wir uns mal auf den Weg. Aber ich glaube, es ist nicht schlau, auf der Straße zu laufen. Es ist nie schlau, mitten auf der Straße zu laufen. Wenn du merkst, dass dir das Geld ausgeht, dann ist Jagen die beste Möglichkeit, schnell ein paar Kröten zu verdienen. Hier gibt es eine Menge Leute, die gutes Geld für Fleisch und Felle zahlen. Das erste, was ich immer ausmache, ist automatisches Zielen. Das geht mir nämlich auf die Nerven, weil ich finde, automatisches Zielen, das nimmt so irgendwie die Freude am Open World irgendwie, nimmt es so ein Stück. Oh Gott. Warum wird man direkt gehört? Na gut, ich finde es eigentlich realistischer, hier mitten in so einem Tal halt die Schüsse hört, ne? Das ist halt realistisch. Kann man nix. Was ist? Ist das ein Vielfraß? Oder das war Wetten in Vielfraß? Ich kann nicht lange tauchen, kann das sein? Oh Gott. Prügeln die sich jetzt echt mit dem Vielfraß? Verfolgt mich ein Fisch? Eigentlich gibt es in Amerika keine gefährlichen Fische, oder? Ja gut, dann könnte da könnte ich schon. Na, da liege ich glaube ich falsch. Ich glaube, da gibt es schon gefährliche. Na gut, aber in so einer Bergregion, ne? Gibt es da gefährliche Fische?
Das wäre mal geil, ein Far Cry in der Großstadt, aber das wäre irgendwie, da müsste es wirklich Zombie-Setting sein oder so. Ansonsten würde das keinen Sinn machen. Es ist zwar ein Open-World-Spiel, aber kein Open-World-Spiel, wo viele Menschen sind oder so. Alter, ich will ein Auto haben. Wartet doch. Warum jedes Mal? Also auf den Straßen ist es echt schwierig, ey. Es kommen instant feindliche Fahrzeuge. Es kommen halt wirklich instant solche Fahrzeuge. Ich finde diese Musik immer so geil. Oh, es gibt sogar Jetskis. Alter, ich möchte gerade so gerne einen Bogen haben. Wo bekomme ich Waffen her? Ja gut, das hat sich gerade geklärt. Ich schnappe mir jetzt das Jetski und dann fahre ich zum Waffenladen, Alter. Ich will nämlich eine leise Waffe. Ich krieg wirklich die Krise in Far Cry, wenn ich keine leisen Waffen habe. Was? Dose? Achso. Oh. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg, ja. Wandernde Waffengeschäfte? Why? Hä, vor allem... Vor allem, warte mal, wieso... Hä? Warum hängen die... Das werde ich nicht zulassen. Du bist ja schön. Dick. Dann hast du bei mir schon mal einen Stein im Brett. Du gehst nicht oft jagen, oder? Wenn ich du wäre, würde ich damit anfangen. Boah, ich will die Waffe. Wie gerade läuft. Du musst lernen, dich selbst zu versorgen. Du hast den Blick eines Jägers und das ist gut. Ja, wunderbar. Wie es hier zurzeit läuft, muss man für sich selbst sorgen können. Hey, ich rede noch mit dir. Ja. Das habe ich gebraucht. Genau das Richtige. Ich möchte bitte gerne haben Waffen. Munition, Kleidung. Ach, hier kommen wir ins selbe, okay. Gegenstände. Medikits. Ah, okay, hier kriegt man den ganzen Kack. Den ganzen Keck. Hä? Ah, die habe ich for free, oder was? Wieso kann ich hier ne... Okay. Was ist das? Was ist das? Eine Rohrbombe? LOL. Okay. Beute verkaufen. Was ist das? Beschädigtes Fleisch. Alles klar. Karte von Hope County? Wieso soll ich die Karte verkaufen? Nö. Karte will ich behalten. Aluminiumschläger. Dornenschläger. Oh. Hat da jemand The Walking Dead Flashbacks? Wieso kann ich den hier? Ach, Widerstandsstufe, okay. Schlagring sogar. Okay. 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 Ein paar besondere Sachen. Was ist das? Hä, wieso? Besondere Sachen oder was? Was ist das für ein Slot? Das interessiert mich irgendwie gerade.
Alter. So. Wow. Das kommt. Hä? Ein Schaufelwerfer ist nicht wahr, oder? Oh, geil, Leute, geil. Diese Waffen. Ich bin im Traumland. Ich bin im Traumland. Nice. Die habe ich gerade, oder was? Ich irgendwas. Oh, sogar Aufsätze, Alter. Alles kostet hier alles. Oh, ist das geil. I'm on Paradise. I'm on Paradise. Alter. Ein Sixer. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ja gut, das ist nie ganz so cool. Oh, fuck, Alter. Ich glaub's nicht. Prestige? Seitenwaffen? Was? Oh mein Gott. Ich glaub es nicht. Alter, das ist einfach zu heftig. Yo. Und die darf ich direkt benutzen. Easter, Alter, Easter. Toll, natürlich die Aufsätze muss ich kaufen. Geil. Was besiege? Ah, okay. Geil. Boah, Alter, nee. Ich muss zuerst die ausprobieren. So, was kann ich hier haben? Das ist alles noch gesperrt. Schrott finden. Ja, kann ich praktisch noch nicht viel haben. Okay. Oh, die könnte ich beide haben schon. Das ist geil, das Ding. Das ist der Erste Weltkrieg, ey. Die habe ich schon frei. Oh, die habe ich frei. Ich muss halt vieles noch kaufen, ne? Oh, Sniper, Alter. Ich brauche eigentlich noch eine. Ey, ich muss immer eine Sniper mit haben. Das Ding hier ist heftig. Das sind natürlich nie die heftigsten Sniper, ne? Boah, die ist eigentlich auch geil. Jacob's Seed, Alter. Diese Waffe gehört dem. Ey, ich habe eine Sniper. Lol. Jetzt muss ich noch rausfinden, wie ich das Slots freikriege. Oh, das hier ist ganz special, Alter. MGs. Okay. Bogen. Ey, eine Schleuder. Ich glaub's nicht. Ach, das ist so ein normaler Bogen und das ist so ein Jagdbogen. Okay. Eine Panzerfaust, ist klar. Oh, noch eine Panzerfaust. Jo. Flammenwerfer gab's auch schon fast immer in Far Cry. Hä? Was? Oh, eine Angel. Hä? Warum gibt's so viele Angeln? Alter Schwede. Alter. Egal. Ah, schade, dass man so wenige Waffen mitnimmt. Wieso gibt's zwei verschiedene Flammenwerfer? Nice. Alter, ich bin mit den Waffen vollends zufrieden, die es hier gibt. Munition, gucken wir nochmal. Okay. Wenn du Geld ausgeben, was machen Sie denn da, Mister? Ergib dich. Kaputt machen. Ach, bleib ruhig und steck es einfach weg, okay? Stirb. Nee, Spaß. Okay, danke für die Waffen. Oh mein Gott. Alter. Ich feiere es.
Oh, er weiß, dass er gleich getötet wird. Das. Oh. Alter, das Feuer. Tun Sie uns das an. Hol mich hier. Krass, du hast mich gerettet. Lauf, 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 bevor die Flammen dich kriegen. Das finde ich cool, aber ich finde, die Abbrennanimationen sind schon wieder schlechter geworden als in. Oder? Hier muss ich wirklich, oder? Ah, doch, hier brennt auch ein ganzer Baum. Oh, die Abbrennanimationen sind doch nie ganz so schlecht. Nein, die gehen. Okay, jetzt machen wir mal richtig Boom. Damit die auch wissen, dass wir da sind. Vietnam-Comic. Alles klar. Nicht abgeschickter Brief. Wie gesagt, wenn ihr das lesen wollt, passiert es gerne im VOD oder so. Oder bei YouTube, wenn wir jetzt bei YouTube sind. Oh, Geld. Geld ist immer gut. Was ist das für ein Geräusch, Alter? Kann ich nicht rein. Kann ich auch nicht rein. Hey, sind die Fenster so ausgedunkelt, wo man hier rein kann? Ja, ich könnte mir denn ihren Wagen schnappen. Er ist zum Glück heil geblieben. Diese Musik, als ob die hier auch die ganze Zeit diese Musik senden, ne? So, wir müssen jetzt nachher. Die haben ja, glaube ich, ihre eigene Musik gemacht. Was ist mit ihnen? Face beobachtet uns rund um die Uhr. Junge, sehe ich etwa aus wie ein Peggy? Sorry. Sehr vorsichtig oben bei Mabel. Sie hat ihren Puma aus dem Käfig gelassen, um die Sekte fernzuhalten. Diese verdammte Peaches fällt alles an. Was ist denn das? Oh. What the fuck? Ups, Entschuldigung. Als ob ich den Instant getroffen habe. Ich wollte eigentlich bloß. Er war doch einer von denen, oder? Ja.
Ich finde diese Musik einfach so geil. Ist das da vorne so ein LKW von denen? Oder ich will den LKW... Was passiert da vorne? Was ist das da auf dem Boden? Upsalat. Da haben die irgendwie ein... Alter, haben die irgendwie... Haben die irgendwie unendlich Leben oder was? Oh, yes. Geil. Ja, wow. Man kann den mal zurückgucken. Wow. Und dann Außenspiegel, die nicht funktionieren. Also das ist ja wirklich gut konzipiert worden, ganz ehrlich. Du kannst mit dem LKW da nie rückwärts fahren. Was ist das für ein Kack? Und das fühlt sich außerdem auch nie wirklich an wie ein LKW. Ah, doch ein bisschen, ne? Wie erkennen die mich? Alter, ich habe den ja Auto, die müssen da irgendwie, ja. Ja, ein bisschen Realismus, ne? Ein bisschen. Was ist denn hier los? Kann man euch irgendwie helfen? Oh. Was zum? Hä? Das macht ihr nicht. Ja, ich habe da hinten ein Auto. Den Peggys ist es egal, wen sie holen. Ich hoffe, die kriegen George nicht. Ich sage ihm ständig, er ist zu alt, um Soldat zu spielen. Aber er hört nicht auf mich. Kannst du mal nach ihm sehen? Ich will nicht, dass ihm etwas passiert. Wo soll er sein? George Wilson. Okay, dann fahren wir jetzt dahin. Dann gehen wir jetzt zum guten George. Sorry, das ist jetzt mein Auto. Aber ey, es macht jetzt mehr Spaß, Leute mit dem Auto umzufahren, merke ich gerade. Nee, das ist einer von den Guten. Ich
versuche diesmal in diesem Let's Play keine Guten zu töten. What? Scheiße. Diese Berge gehören Eli und seiner Whitehill-Miliz. Die sind schwer bewaffnet und Außenseiter nicht gerade freundlich gestimmt. Genau mein Geschmack. Ich will hier bloß durch. Ich habe seit Tagen nichts mehr von Eli gehört. Ist wohl gegen Jacob Seed in den Krieg gezogen. Hab nur was von meiner Nichte Jess gehört. Sie meinte, die Sekte hätte das Sägewerk in ein Gefängnislager verwandelt. Fang am besten dort an. Mhm. Trotzdem fahre ich jetzt erstmal zum Jacob. Was zur Hölle ist hier überall los, ey? Was ist aus diesem schönen Stück Land geworden, Alter? Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Nehmt euch in Acht. Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Ich muss vorsichtiger sein. Wow! What the fuck? Notiz an mich, die Straßen sind gefährlich. 24 Schuss nur noch. Niemand kannte sich damals so gut mit erweiterten Statistiken aus wie ich. Ich habe die Zukunft des Sports gesehen. Lol. Hey, okay, AJ Charles. Der Junge hatte es drauf. Hat Bags gestohlen, getroffen, ist auf die Base gekommen und hat das ganze verdammte Feld mit seinem Handschuh abgedeckt. Verdammt, seine WAR war sicherlich 12 plus. Es geht nur um Statistiken, so war es immer. Wusste nur niemand außer mir. Ich bin George. Ich behalte für Eli die Straßen im Auge. Sag ihm, was die Peggys vorhaben. Hab neulich eine Menge Trucks voller Gefangener gesehen. Die fahren wohl alle zum alten Sägewerk. Das war nicht immer so. Früher war hier alles voller lachender, ballspielender Kinder. Hab ich ihnen beigebracht. Hab in der Minor League gespielt. War Shortstop für die Hope County Cougars. Aber das ist lange her. Lange vor diesem verdammten Krieg. Ich hab meine alten Karten durchgesehen. Diese Sektentypen haben unser ganzes Team getötet. Hätte schwören können, dass ich noch das Set aus meinen aktiven Tagen habe, aber einige fehlen. Sag mal, macht es dir was aus, die Augen nach diesen Karten offen zu halten? Komm wieder, wenn du sie gefunden hast. Wäre toll, sich an die alten Zeiten zu erinnern. Mhm. Das ist mal eine Abwechslung, ey. Wo kann ich die finden? Warte mal, haben wir aber was, wo die ganzen Aufgaben sind? Nebenmission. Ah ja. Okay, weil das müsste ich nämlich mal wissen. Das ist erledigt. Ah ja, das sind die... Ah, okay. Da weiß ich Bescheid. Okay, ich glaube, wir werden jetzt nicht direkt diese Mission verfolgen, aber... Oder wobei, wo müssen wir denn hin nochmal? Wartet, die waren...
Ah, eine ist sowieso am See. Ah ne, Säge weg war was anderes. Ach, die sind nur hier? Okay, komm, dann gehen wir jetzt dahin. Fuck. Fuck. Hä, wo werde ich noch gesehen? Der da ist böse? Hä? War der jetzt ein Böser oder ne? Doch, die sind böse. Oh, fuck. Alter, wie schlecht bin ich geworden? Ich glaube es einfach nicht. Okay, bitte fahrt weiter, danke. Wo ist der Wolf? Oh Gott, Alter, ich muss weiter. Muss ich sagen. Ich bin auch falsch gefahren, kein Wunder, ey. Schnell weg hier. Hä? Ich brauche gar nichts drücken, es hält... Warte mal. Nee. Was ist denn das? Ich brauche nur auf Gas drücken und es folgt der Spur. Was so... Wer will sowas? Warte mal. Fahrzeughilfe. Hä? Fangen wir noch an. Steuerung. Ah, ne. Diese Shooter-Steuerung ist kacke. Hä, aber ich verstehe gerade nicht.
Okay, ich hab keine Ahnung. Das ist ja nervig. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgeht. Okay, wir machen diesen Part mal etwas länger. Oder wobei, wir machen den nächsten Part länger. Wir holen jetzt in seine Spielkarten. Das geht mir ja auf die Nerven. Alter. Hä, das fährt trotzdem noch von alleine. Es fährt sogar von alleine. Was? Was ist denn das für eine Scheiße? Mein Auto fährt ja komplett alleine, ich muss gar nichts machen. Hä? Ich verstehe es gerade echt nicht. Ich verstehe es gerade nicht. Ah, Hilfe. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, jetzt müsste es aus sein. Geh weg hier. Was meine? Hab ich gar keine Schlagwaffe? Doch. Oh. Den guten Garten rächen. Warum gehen die der Spur nicht nach? Hä? Was? Nein! Okay, das war jetzt kacke. Wieso ist dieser Puma aufgetaucht? Der hat mir gerade... LOL! Der Puma hat mir gerade alles versaut. Alter, was ist das gerade für ein geiles Ladebild gewesen? Bevor dieser Typ aufgetaucht ist. Geil. Wo bin ich jetzt? So, ich glaube, jetzt kann ich es markieren, ohne dass es mich automatisch steuert. Ja,
Endlich. Warte, ich probier's nochmal. Ja. Jetzt tut es mich endlich nicht mehr steuern. Ich mache alleine. Genau, wenn ich nicht mehr Gas gebe, hält er auch an. Sehr gut. Nee, das ist ja blöd, weil dann kann man ja den auch alleine laufen lassen, weißt du? Da kannst du auch die Fernbedienung hinlegen und das als Film gucken, ne? Also man muss hier schon wenigstens alleine fahren können, ne? Das ist ja sonst kacke. Ist ja wie, wenn du GTA spielst und das Auto fährt von alleine und kannst den Controller hinlegen. What the fuck? Ich überhole! Oh! Hab ich das Reh überfahren? Nee. Boah. Ja, würden sie weiterfahren? Oh nein! Ich musste mich gerade verstecken, da kam jemand. Ich lasse mein Auto hier stehen. Ich finde es cool, dass man dabei laufen kann, Alter. Mir gefällt das. Es läuft alles so flüssig und oh, es ist nicht mehr so ein. Dieser Far Cry Krampf ist nicht mehr im Spiel, finde ich. Also ganz ehrlich, Gameplay 100% oder ich würde erstmal sagen 80% verbessert. Die müssen noch ein bisschen bei dem Autofahren mehr dahinter kommen. Was kann ich jetzt? Achso, ne. Ich möchte gerne diese Pistole behalten. Ach, die werden eh nie hier hochgefahren kommen. Ja, die haben Schutzwesten an. Na gut, Danny, der ist auch beim ersten Schuss gestorben. Der hat nämlich 2 Schuss gebraucht. Das ist schon realistischer geworden. Warte mal, dieser Fotomodus. Warte, kann ich etwa... Nein, oder? Oder wie mache ich das? Aufsteigen, R2. Oh, lol. Nein. Das ist ja geil. Okay, die Thumbnails werden nur von mir kommen. Warte mal, Foto machen. Auf Share. Wieso auf Share? Warte mal, was kann ich hier machen? Sichtfeld. Au. Ja, das ist gut. Schärfetiefe ein. Okay. Fokus Entfernung. Ah. Boah, das ist ja geil. Aber Schärfetiefe machen wir mal aus. Blenden? Oh, egal. Oh, ist das geil. Das ist übrigens auch die Musik aus meinem Hauptmenü, weil ich nämlich das Hintergrund von Far Cry im Hauptmenü habe. Ich muss nur wegen meiner Facecam, aber die Thumbnail-Bilder mache ich sowieso mal außerhalb vom Stream, ne? Das ist euch ja bestimmt klar. Nein, das mache ich jetzt nicht. So, warte mal ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Also, oder? Genau, doch. Dann machen wir jetzt kurz Stopp hier. Machen wir einen kurzen Stopp. Und dann sehen wir uns gleich wieder im nächsten Part, Leute. Bis gleich!